Wir suchen hier die Ableitung von 3 mal Cosinus von 2x plus 1. Diese 3 multipliziert und hängt nicht von der Variablen x ab, also fliegt die sofort aus der Ableitung raus. Somit bleibt dann noch der Cosinus von 2x plus 1 abzuleiten. Und das ist eine Kettenfunktion. Die entsprechende Formel besagt, g von f von x prim, das ist g prim, aber nicht bei x, sondern bei f von x ausgedrückt, mal f prim von x. Das g ist hier der Cosinus und das f von x ist hier 2x plus 1. Also rechnen wir zuerst die Ableitung von diesem Cosinus, das ist minus Sinus, und minus Sinus soll nicht mit x, sondern mit f von x ausgedrückt werden, und somit finden wir minus Sinus von 2x plus 1. Und das Ganze soll dann noch multipliziert werden mit f' von x, das heißt mit der Ableitung von 2x plus 1, also so. Und die Ableitung von 2x plus 1, das ergibt 2. Diese 2, die multipliziert, setzen wir nach ganz vorne und dieses Minus ebenfalls. So haben wir vorne minus 6 und dann mal Sinus von 2x plus 1, also so. Und diese Übung ist schon beendet.